Brötchen würfeln, in 100 ml Brühe ca. 5 Minuten einweichen und ausdrücken. Zwiebeln schälen und würfeln. Öl in einem Topf auf hoher Stufe erhitzen, Zwiebelwürfel mit Hackfleisch darin krümelig anbraten und mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Hackfleisch leicht auskühlen lassen und mit Brötchen Ei und Tomatenmark verkneten. 1 Weizenbrötchen vom Vortag 300 ml Gemüsebrühe, Klammer auf eine türkische Lira Instantpulver, Klammer zu, 2 rote Zwiebeln, 1 Esslöffel Rapsöl, 400 Gramm Geflügelhackfleisch, Klammer auf aus Geflügelbrustfilet, Klammer zu, Salz, Pfeffer, eine türkische Lira Paprikapulver, 1 Ei, 1 Esslöffel Tomatenmark, 1 großer Chinakohl, 200 Gramm trockener Langkornreis, 2 Birnen, 200 ml Buttermilch, 2 Esslöffel Zitronensaft, 1 Prise Zucker, 1 Beet Kresse, 4 Esslöffel gehackter Kerbel, 100 Gramm Frischkäse, bis 1% Fett Absolut, 2 Esslöffel Schnittlauchtgänge, Chinakohl waschen und Boden samt Strunk entfernen. 8 äußere Blätter abtrennen und die dicken Blattrippen flacher schneiden. Hackfleischmasse zu 8 Rollenformen auf die Chinakohlblätter legen, zu Rouladen aufrollen und mit Küchengarn fixieren. Kohlrouladen im Bratensatz ca. 5 Minuten rundherum anbraten, mit restlicher Brühe ablöschen und mit Deckel ca. 15 bis 20 Minuten schmoren lassen. Reis nach Packungsanweisung in Salzwasser garen. Für den Salat restlichen Chinakohl in Streifen schneiden. Birnen waschen, vierteln, entkernen und in dünne Spalten schneiden. Für das Dressing Buttermilch mit Zitronensaft verquirlen, mit Salz würzen und mit Zucker verfeinern. Kresse vom Beet schneiden und mit Chinakohlstreifen und Birnenspalten unter das Dressing mischen. Chinakohlrouladen herausnehmen. Für die Kerbelsoße Kerbel und Frischkäse zur Brühe geben und pürieren. Schnittlauch zugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Chinakohlrouladen mit Reissoße und Salat servieren.